Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einer neuen Aufnahme hier von Neros Magic Prognosen. Und diesmal passt tatsächlich der Titel zum Thema, denn ich habe zwei Themen im Angebot, mit denen ich ganz kurz reden möchte. Einerseits möchte ich kurz anschneiden das Thema Magic Master, hier Eternal Masters, so rum. Sorry, es ist sehr früh am Morgen und ich dachte mir, hier kommt die Aufnahme, muss ich heute noch raushauen. Die letzten zweimal ist leider ausgefallen, sehr viel privat passiert, unter anderem Jobwechsel. Und dementsprechend hatte ich da leider weniger Zeit, was zu machen. Ich hoffe, es ist für euch okay. Hab mir nicht dafür aber sehr viel über Frontier informiert, damit ich euch ein bisschen was erzählen kann. Zusätzlich zum Thema Eternal Masters. Wir hatten das Thema Eternal Masters und ich wollte schon immer einmal auf YouTube im Netz, wollte ich gerade sagen können, ich hab's euch doch gesagt! Denn Eternal Masters ist tatsächlich draußen. Und was hat Eternal Masters gemacht? Ich habe hier natürlich erstmal gleich einen schönen Tab offen. Eternal Masters ist rausgekommen. Ich habe euch ja gesagt, deswegen kommt jetzt diese Einleitung, diese Edition wird wahrscheinlich reprinted. Also, was heißt reprinted? Eternal Masters ist ja ein Set von Reprints guter Karten aus dem Eternal-Bereich, bedeutet Legacy und Vintage vor allem. Und dieses Set ist ja ein Reprint und kam schon raus. Und zwar heißt es immer auf eine limitierte Ausgabe. Ja, und genau eine zweite Serie, genau dieser Edition ist jetzt rausgekommen worden, ist nochmal aufgelegt worden, gedruckt worden und nochmal an die Händler verteilt. Mit dem Unterschied, dass diesmal die Händler gesagt haben, sag mal, habt ihr auch so viele Anfragen gekriegt, dass ich so viele Booster-Pack, also Displays haben kann? Das war wohl angeblich, obwohl es eine limitierte Auflage sind, wohl bei den Händlern zumindest gefühlt ein größeres Angebot von Wizards bzw. Hasbro da. Und wir klicken einmal drauf, was ist denn damit passiert? Es ist tatsächlich passiert, dass das erste Mal in der Geschichte das Display unter 160 Euro gefallen ist. Und einzelne Händler in den USA sagen, das ist unglaublich. Die Leute wollen nur noch dieses Display loswerden, wobei der Inhalt des Displays mehr wert ist. Im Normalfall, je nachdem wie viel Glück man hat. Das kennt ihr ja, wenn man sich aber jetzt 20 Stück durchnimmt, also wenn man 20 Stück nimmt, ist durchschnittlich der Inhalt eigentlich mehr wert als das Display selber, zumindest im Zielzustand. Das hat er noch nie gesehen, dass ein Zieldisplay so weit fällt. Die Leute verkaufen fast panikartig. Ja, und wenn das Display schon so weit fällt, könnt ihr euch vorstellen, was mit den Einzelkarten passiert. Die werden weiterfallen. Genau das, was ich gesagt habe, es ist genau wie ich meinte, dass der Markt im Bereich Legacy und Vintage die Karten nicht so gut absorbieren kann wie im Modern-Bereich. Und das ist in meinen Augen nicht die beste Entscheidung gewesen. Wie gesagt, wenn man sich einen CEO von Microsoft reinholt, der nur darauf beachtet, dass die Zahlen von den Verkäufen richtig ist und nicht wie der Markt jeweils die einzelnen Karten ist, weil der Herr vielleicht gar nicht in der Materie Magic drin ist, sondern einfach nur guckt, was kann ich verkaufen. Ja, dann seht ihr, was passiert. Wir sind halt jetzt unter 60 Euro. Kann man sich schon fast überlegen, ob man sich ein Display kauft und das 20 Jahre stehen lässt. Wir wissen natürlich nie, was mit Magic passiert. Das ist ja das große Ding, ne? Wenn man sich so ein Ziel einholt, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Aber es lohnt sich schon fast, das Ding zu kaufen, 20 Jahre stehen zu lassen und dann wieder zu verkaufen. Denn wenn man wirklich sich nur den Inhalt der Karten anguckt, dann sind das ja alles keine schlechten Karten. Wir gucken einfach mal vom Preis. Wir haben hier Force of Will drin, wir haben hier Karatas für 40. Da sind wir fast... Ich weiß nicht, wie viele Jahre ich zurückgehen muss, bis mein Karakas bei 40 angekommen ist. Ein Jace für 40, das waren damals, als er gerade rauskam, konntest du ihn für 40 kaufen in den USA. Und dann konntest du ihn hier wieder verkaufen für 60. Ja, aber gut, 40 ist weitergefallen. Force of Will 55. Gut, Force hat immer bei 5 D-Mark mal angefangen. Also da sind wir ein bisschen weit zurück, aber trotzdem. Mana Crypt, Wasteland 22. Also ihr seht schon, und das sind ja alles keine schlechten Karten. Leute, das sind wirklich keine schlechten Karten. Das sind sehr gute Karten. Es sind wirklich sehr, sehr gute Karten. Also, man könnte auch sagen, für die, die das nicht als Investition auch in die Zukunft sehen, die wirklich sagen, ich möchte mit den Karten ausschließlich spielen, deswegen ist es mir auch egal, falls sie ein bisschen kaputt gehen. Ist natürlich schade bei den Wert, aber trotzdem, falls sie ein bisschen kaputt gehen, ich möchte damit spielen, lohnt es sich. Für Sammler, die kein Geld haben, ich weiß nicht, aber die Karten gerne haben wollen, können sich die hier auch holen, sind halt deutlich günstiger. Wir können jetzt mal Karakas, ist halt noch der größte Unterschied, deswegen benutze ich den mal, wenn wir uns hier mal angucken. Hier kostet der 40. Gucken wir uns mal einen Karakas auf. Das ist jetzt ein italienischer. Ich möchte tatsächlich hier die englischen nehmen. Ich mag ihn nicht.
im halbwegs vernünftigen Zustand sind wir ungefähr hier. Ja, exzellent finde ich noch akzeptabel. Sind wir bei 75, da geht eben halt doch der Unterschied. Aber irgendwie ist meine Nase jetzt dicht. Sorry dafür, falls der ein oder andere sich jetzt irgendwie belästigt fühlt. So, aber sind wir hier wieder beim Jace. Also, wie gesagt, man kann sich überlegen, ob man sich ein Display holt und das einfach auf Halde liegt. Jetzt möchte ich aber dazu noch sagen, wie viel es werden. 1100 Displays davon angeboten. Also es ist nicht so, als ob der Markt wenig wäre. Das müsst ihr euch immer bedenken bei der ganzen 1100, denn das interessiert mich jetzt einfach mal ganz kurz selbst. Das ist meine Lieblings, nur die Hälfte. Das ist krass, das ist meine Lieblingsedition und von der gibt es tatsächlich nur die Hälfte als Angebot. Ja, aus der wurde zwar auch schon reprintet, aber das ist ja eine zweite Serie der Reprints. Also, oder wir nehmen ja mal Return to Ravnica. Gerade mal 200 angeboten. Wisst ihr, was ich meine? Zack, 500 angeboten. Und hier sind diese komischen Länder. Waren das hier? Nee, das ist ja Battle of Zendikar. Wir müssen dann direkt ins Zendikar hin. Na, ist ja auch völlig egal. Ich will ja eigentlich gar nicht das Thema hier weiter in diese Richtung machen. Das ist so krass. Sondern ich wollte euch einfach mal zeigen, ich hatte euch ja gesagt, es kommt eine zweite Serie, ich habe euch gesagt, es wird den Markt crashen. Die mögliche Option, wie viele zu verkaufen sind, wurde deutlich erhöht. Die Karten da drinnen haben einen riesengroßen Wert. Also man kann sich überlegen, ob man möchte oder nicht. Ich wollte es halt einfach nur nochmal hinweisen, es ist tatsächlich gekommen, wie ich es gesagt habe. Meine Prognose hat stattgefunden, es ist wieder mehr reprintet worden und die Preise sind mehr gefallen. Wir sind bei unter 160. Mir tun alle leid, die damals tatsächlich sich ein Eternal Masters Display gekauft haben, als es noch 220 gekostet. Natürlich kann man nie wissen, wie sich das entwickelt. Ne? Und man wollte vielleicht auch als Geldanlage sehen, weil die Karten da drinnen wirklich gut sind. Aber ihr seht, was passiert. Herr Microsoft Wizards, so nenne ich ihn jetzt einfach mal, hat natürlich die zweite Serie gemacht. Angeblich soll das als Weihnachtsidee in den Ferientagen gewesen sein. Bezüglich Draften, dass jeder mal draften sollte, das wäre dann sein, als limitierte Auflage, zweite limitierte Auflage derselben Edition, so. Aber wir wollen jetzt zur Frontier rüber wechseln und da habe ich mir überlegt, wie mache ich es. Es gibt einige, die haben wunderschöne PowerPoint-Präsentationen moderiert und dann auf YouTube hochgeladen, sind aber auf Englisch, das heißt, ihr müsst euch dann nochmal auf Englisch loshören. Da hat zum Beispiel Mr. MTD Goldfisch hat eine sehr geile Präsentation gehalten. Ich habe mich aber auch noch so ein bisschen durchgelesen. Ich habe mich dazu entschieden, erstmal hier auf die Seite hier loszugehen. Das ist im Grunde so ein Magic-Glossario und ich will mich noch ein bisschen weiter hier später auf der Seite ein bisschen was erzählen. Also dazu brauche ich die einfach und da bringt es mir nicht irgendwas anderes zu machen. Das sind momentan diese Editionen, die in Frontier, das neue Format, spielen können. Und jetzt komme ich erstmal dazu, ein bisschen in die Geschichte von Frontier einzugehen. Was sagt denn Frontier? Frontier wurde in Japan von der Herui, oh Gott, von den beiden, das ist ein Store in Japan eben halt gegründet, die könnt ihr vielleicht von denen hier, die auch diese Hüllen machen, die haben Frontier im Grunde mehr oder weniger als Turnier bei sich im Laden ins Leben gerufen und hatte den folgenden Hintergrund, sie haben einfach gesagt, jede Edition mit deren Unteredition von 2015 an darf gespielt werden. Es gibt keine Bands in dieser Edition. Und es sollte einfach mal den Leuten eben halt ermöglicht werden, mit ihren Decks, die sie in Standard gespielt haben, dass die auch zukünftig weitergespielt werden können, weil es sind ja keine schlechten Decks. Und es wäre schade, die Decks danach oder die einzelnen Karten verkaufen zu müssen. Man kann damit ja auch Turniere weiterspielen. Und genau das haben sie mitgemacht. Diese Edition ist so aufgelegt, dass jede Karte eben halt viermal gespielt werden kann, bis auf Basics. Die dürfen eben halt weiter häufiger gespielt werden. Es gibt keine Banliste. Und ihr könnt einfach alle spielen, was 2015 rausgekommen ist. Gucken wir uns auch einfach mal an, was seit 2015 rausgekommen ist. Also Magic, da ist es. Und wir gucken uns nur die Hauptedition. Deswegen sage ich mal, dann könnt ihr auch gleichzeitig mal mitkriegen, wie viel wir bei den Reprints und Sondereditionen rausgekommen sind. Also ist erlaubt, komplettes Set. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Nicht erlaubt. Ist erlaubt. Wobei, ist erlaubt, weil die ja hier drin sind, diese Promokarten. Also Entschuldigung, die sind erlaubt. Die sind erlaubt. Commander, nicht erlaubt. Nicht erlaubt, nicht erlaubt. Promos sind erlaubt, weil sie zu der Edition gehören. Also ist erlaubt. Ist nicht erlaubt, es sei denn, die Karten waren in einer der anderen Editionen drin. Ist erlaubt, nicht erlaubt, nicht erlaubt, nicht erlaubt.
Ist erlaubt, also doch, Entschuldigung, ist wieder erlaubt. Hier sage ich mit den Promos immer falsch, weil die zu Magic Origin gehören. Dazu will ich dann später vielleicht noch ein, zwei Worte sagen. Das ist eh was anderes. Nicht erlaubt, nicht erlaubt, nicht erlaubt, ist erlaubt. Weil die dazu gehören, ist erlaubt. Die sind nicht erlaubt, weil das einfach nur ein Reprints alter Karten sind, die nicht in den Original-Editionen vorkommen, auch wenn diese Karten in den Editionen, in den Booster-Packs drinne waren. Also macht euch nicht keine Hoffnung, dass die Karten da drinne dann in dem Format spielbar wären. Sind ja also nicht erlaubt. Ist auch nicht erlaubt, ist erlaubt, ist erlaubt, nee, ist teilweise erlaubt, wenn sie davor drinne waren, ist ja der Fall, ist erlaubt, ist erlaubt, ist nicht erlaubt. Eternal Masters, also selbst dass dieses neue Format von den beiden eben halt rausgekommen ist und Wizards das Format mehr oder weniger übernommen hat, aber dazu komme ich später auch nochmal drauf ein, sind die Karten hier drinnen nicht erlaubt. Das heißt, die Reprints machen den Markt nicht besser, weil ein neues Format draußen ist, wo man sie spielen könnte. Nope. Ist erlaubt, ja, ist erlaubt, weil das die Karten davon waren. Nein, nein, außer sie waren woanders drinnen. Nein, ja. Nein, 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 ja. Und auch die nächsten Editionen würden, also hier nein, nein, ja, würde wieder erlaubt werden. Dementsprechend also auch noch die Karten. Dieses Format ist dementsprechend aufgrund der Editionsgröße, die man hier einfach mal so besser sehen kann, tatsächlich noch sehr überschaubar. Ich finde es tatsächlich, also okay, meine persönliche Meinung kommt, sage ich später, also ist noch sehr überschaubar, aber da ja noch weitere Editionen wird dieses Format wachsen. Dies wird genauso wachsen, wie es momentan noch der Legacy-Markt ist, der ja immer größer wird, ne, da sind ja alle Karten erlaubt, bis auf die Power 9 plus noch eine ganze Liste an Ban-Karten. Genauso wie der Modern-Markt, der dauernd mitwächst, wird auch dieser Frontier-Markt mitwachsen. Wie gesagt, von zwei Japanern ins Leben gerufen. Und ich finde, jetzt kommt man zu meiner eigenen Meinung. Wer was spielt, ist nicht meine Aufgabe. Ich habe niemanden zu sagen, dass jemand irgendein Format spielen soll. Wer spielen möchte, finde ich eine nette Idee. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht dem einen oder anderen hilft tatsächlich, wenn sich dieses Turnier in den Läden als Turnierformat etabliert, dass auch Standardspieler später in einer Art von Modern mitspielen können, wobei gesagt wurde, dass auch diese mitspielen können. Da hätte man sagen können, die, die früher in Modern drinne waren, also angefangen haben, könnten dann ja natürlich genauso, sind ja genauso damals reingewachsen oder weitergewachsen. Und hier wird auch der Markt oder die Karten irgendwann immer teurer werden, wenn sich dieses Format wirklich etabliert. Hat aber jetzt den Nachteil, erstens heißt es auch, also es wurde auch erstens deswegen gesagt, es soll den Neuzukömmlingen besser eben halt sein, weil sie eben halt auch mit kleinen Decks oder mit Starterdecks und sowas anfangen könnten oder mit was sie kriegen, sind halt auf jeden Fall einfacher reinzukommen. Und es sollen keine teuren Karten drin, also wirklich gespielt werden, weil die meisten Karten da drin nicht die Preise haben, wie zum Beispiel Spellkite heißt er, ja genau. Oder andere teure Karten, die momentan in Modern drin sind, Splinter Cell oder wie ja sonst noch alle heißen, sondern die teuersten Karten sind, und da bin ich jetzt tatsächlich, wo ich das Format ein ganz klein bisschen kritisiere, die Fetch-Länder sind nicht, es gibt keine Bandes, dementsprechend die Fetch-Länder, die ja in diesen Dragons of Tarik drinne waren, zum Beispiel, die sind erlaubt und die sind ja nicht gerade günstig. Ne? Also solange Fetch-Länder weitergespielt werden, ist es kein wirklich billiges Format. Ansonsten ist das Format nicht wirklich teuer und könnte ich tatsächlich für die Leute, die nicht mit, die entweder Standard oder eben halt sagen, ich möchte mir nicht dauernd neue Decks kaufen, würde ich dieses Format tatsächlich als ein Starter-Format benennen. Da gibt es dann eben halt einige Decks eben halt, die gespielt wurden. Die könnt ihr euch einfach mal angucken, was im Standard so gespielt wird. Es gibt hier auch schon einige paar, also eine Handvoll etablierter Decks. Ihr könnt euch einfach mal angucken, sind jetzt nicht die teuersten Decks, also man könnte tatsächlich dieses Format spielen, hat jetzt aber den Nachteil, und jetzt komme ich hier unten dazu, das hier oben ist der Bereich, der von DCI, also von der Wizards eigenen Seite, das ist eine Firma von Wizards, eine eigene, die diese Turniere veranstaltet, aber nicht nur für Magic, sondern haben auch noch ein paar andere Spiele. Und das sind die zumindest die Formate, die für Magic subventioniert werden. Da haben wir Two-Headed Giant, kennt ihr wahrscheinlich, 2 gegen 2 ist das. Dann habt ihr Sealed, das heißt mit verschlossenen Boostern, genau wie Booster Draft, man macht sie auf und reicht sie in der Reihe durch. Jorge's Draft sagt mir jetzt tatsächlich, ich müsste ihn nachgucken. Legacy müsste ich nicht sagen, darüber rede ich die ganze Zeit, eben halt die alten Karten. Vintage, also nur gut wie alle Karten mit dem Power P9, Modern, was die meisten spielen, Standard und Block. Jetzt gucken wir uns wo an, wo Frontier ist. Das war irgendwo im Casual-Bereich. Hier ist dick eingezeichnet. Und hier seht ihr auch hier unter anderem Highlander. Hier unter ist Commander. Commander wird ja auch von Wizards selbst supported, indem es
Commander-Sets rausgibt, in, richtig mit Karten. Und in dieselben Regel ist eben halt Frontier drin, aber ihr würdet niemals ein Turnier finden, das subventioniert wird, zumindest beim Status Quo. Und ich glaube, dass dem Frontier genau dasselbe passieren wird. Es gibt so viele Formate, entweder wird sie, Vintage wurde ja auch mal, Vintage sage ich hier schon, Vanguard wurde ja auch mal gespielt. Es gab Vanguard-Karten, kennt vielleicht der ein oder andere gar nicht mehr. So große Karten, ähnlich wie es jetzt die großen Commander-Karten sind, die aber dein eigenes, also nicht, dass du einen Commander hast, sondern dein eigenes Spiel im Grunde verändert hat. Dass du zum Beispiel mehr Karten an der Starthand hattest, dass du immer zwei Karten gezogen hast oder sowas. Irgendwie in diese Richtung. Und hier gibt es eben halt Extended zum Beispiel. Ist auch in Casual reingerutscht. Steht ja auch bei Retired. War tatsächlich mal ein DCI-supportetes Turnier. Zumindest kenne ich es noch so, weil als ich angefangen habe, gab es Extended und die Leute haben Extended gespielt auf den Turnieren. Weiß ich, kann sein, dass ich mich irre. Ich weiß, dass die Leute sich mit ihrer DCI-Nummer anmelden mussten. Kann aber auch sein, dass es nur wie Frontier einfach im Laden unterstützt, das Turnier. Ich habe da, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, das ist tatsächlich rausgefallen. War mal hier oben drin. Und ich glaube, Frontier wird genauso wie die anderen Dinger sich eventuell in den einzelnen Läden etablieren zum Spielen. Weiß aber nicht, ob das jemals ein richtiges Turnierformat werden wird. Weil es gibt schon Modern, wenn warum, jetzt könnte natürlich, wenn sie ein geschäftstüchtig sind, Wizards sagen, wisst ihr was, die supporten wir auch noch auf den Turnieren, dann können wir die ganzen Standardleute halten und die Karten, die am Anfang gedruckt wurden, die ganzen guten Karten, verlieren nicht sofort, sobald sie aus der Rotation vom Standard rausfallen, sofort so sehr am Wert, weil sie werden dann noch weiter in Frontier gespielt. Und das ist tatsächlich der nächste Punkt, daran hangelt sich die nächste Sache, Frontier hat ja auch einzelne Karten, bin ich jetzt noch richtig, ja, ich bin laufend nicht im richtigen Tab, und zwar gibt es hier richtig gute Karten, und ich nehme mal eine meiner Lieblingskarten in dem Fall. Wir haben hier die gute Liliana, ist jetzt auf 26, er hier auf 14, sollte der Block auf Standard rausfallen, und Frontier wäre es ein weiteres Casual-Format, was sich aber nicht durchsetzt, werden diese Karten weiter an Wert fallen, was ich sehr schade finden würde, aber das wird nun mal die Sache sein. Die Karten verlieren weiter an Wert, weil es ist halt momentan nur Standard. Ich weiß nicht, wie sehr sie in Modern gespielt werden. Ich bin mir bei den beiden als Ausnahme tatsächlich nicht so sicher, denn sie sind so gut, dass sie sowohl im Modern als auch tatsächlich eventuell im Legacy gespielt werden könnten. Und Karten, die so gut sind, halten sich eventuell noch am Wert. Also werden vielleicht nur ein kleiner Fall, ein kleiner Knick kriegen, weil die T2-Spieler ihre Karten verkaufen, aber die könnten weitergespielt. Aber so ein Emrakul Einer, die normalerweise wird nur noch einer in einem Deck gespielt. Ich habe ihn sogar im Vintage Draft sogar schon gesehen. Ganz krass. Also der ist tatsächlich auch dabei. Ich hätte nicht gedacht, dass der sich durchsetzt, aber durch seine Casting-Möglichkeit wohl. Und die anderen, ja gut. Sollte Frontier sich durchsetzen, würde es bedeuten, dass diese Karten weiterhin stark bleiben können, auch mit ihrem, als sich selbst im eigenen Deck, wie zum Beispiel Schwarz-Grün Delirium, könnt ihr einfach mal den Deck gucken, da gibt es ja zig Decks, über die angezeigt wurden, die auf den großen Grand Prix tatsächlich Gewinner waren, mit der großen, die hier die gute Spinne hat ja sogar, Ishkana hat ja sogar ein eigenes Grand Prix am Ende, der letzte Zug in der letzten Partie gewesen und dann hat er den mit seiner Drain-Fähigkeit einfach das Leben weggesaugt und damit den Grand Prix gewonnen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Ja, die könnten dann tatsächlich an Wert bleiben und das betrifft ja nicht nur meine Lieblingskarten hier, sondern das betrifft ja, hallo? Alle Decks, die ich hier, also alle Formate, die ich jetzt vorhin genannt habe, alle guten Karten, die sich hier in diesen Formaten befinden. Das könnte auch bedeuten, dass sich andere Karten eventuell stabilisieren. Es könnte sein, dass sich der Jace aus Magic Origin und der Blaue ein bisschen wieder im Preis, also der steigt ja eh momentan leicht, ganz leicht im Preis, aber könnte auch sein, dass der sich wieder fängt. Es könnte sein, dass andere Karten sich wieder fangen und dass wir zumindest einen Stopp bis 2015 hinkriegen, dass die Karten nicht unbedingt diesen Wert von Preisverlust erleiden. Wenn Wizards dann eben die Druckauflage noch ein bisschen verringert, plus das Frontier eventuell ein DCI-sanktioniertes Format wird, dann haben wir die Chance, dass sich wohl dieses Frontier für Einsteiger rentiert, dass sie ein günstiges Deck zum Start kriegen, was wirklich stark ist, mit dem sie auf Turnieren spielen können und mit dem sie über Jahre später auch weiterspielen können. Und eben halt, dass sie Preise sich halten. Sollte es nicht passieren, wird, denke ich mir, Frontier genauso untergehen oder genauso ein Zeitevent wie Highlander werden. Highlander gibt es ja auch auf den Grand Prix. Kann man tatsächlich spielen, von Wizards tatsächlich dann sogar subventioniert, das ist ja das Interessante. Könnte sein, dass er auch dann da stattfindet, aber als Side-Event und Side-Events müsst ihr mir einfach mal glauben,
setzen sich im Normalfall nie so durch in den Preisen und was sonst so ist, wie die ganzen großen Hauptsets. Wobei, in Anführungszeichen, jetzt kommt's, Commander, die einzelnen Karten schon haben, teilweise echt stark steigen lassen, weil viele tatsächlich einen Commander spielen. Das scheint wohl, zumindest in den USA, der Markt relativ hoch zu sein und das zieht die Preise ein bisschen nach oben. Gucken, wie es Frontier macht. Ich wollte, das ist einfach so machen. Deswegen sage ich, meine Prognose sollte es sich wie Commander oder mindestens in den sanktionierten Bereich befinden. Können wir uns alle freuen. Und ansonsten wird das ein weiteres. Kann es untergehen? Man weiß es nicht. Viele dieser Formate sind halt untergegangen. Die meisten sagen eben halt den Namen schon überhaupt nichts. Gucken wir einfach mal. Ich hoffe, dass sich das Format, ehrlich gesagt, durchsetzt, weil ich es für alle gut finde. Ich hoffe, es ist gut für die Einsteiger, es ist gut für die Sammler, es ist gut für den Markt. Boah. So, und dann wollte ich aber einfach mal einen Einblick geben, wenn ihr das spielen wollt, was ihr tatsächlich spielen wollt. Ich könnte euch jetzt natürlich, wir könnten uns jetzt zusammen nochmal eventuell ein, zwei Decks raussuchen. Aber hier möchte ich einfach mal auf den Channel von MTG Goldfish einweisen. Ist zwar ein englischer Channel, aber der hat halt ein sehr schönes Video gemacht. Ich muss mir mal den Link raussuchen. Ich hoffe, ich vergesse ihn nicht unter meinem Video zu verlinken. Und da könnt ihr einfach reinbauen, weil er die ganzen Decks schon zeigt. Und die Decks zeigen, das ist es egal, ob es auf Englisch oder auf Deutsch ist. Das muss jetzt einfach nicht sein. Und da muss ich nicht seine Ausführung jetzt klauen und den als mein Content verkaufen. Das möchte ich nicht. Er hat die Arbeit gemacht. Er soll für seine Arbeit auch belohnt werden, indem er die Klicks kriegt. Und das finde ich dann auch völlig okay. Jeder seines eigenen Lorbeers lobt, ne? Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, wenn hier noch ein paar Fragen sind, dürft ihr sie natürlich gerne äußern. Wie gesagt, es gibt keine Bannings momentan. Jede Karte darf viermal gespielt werden. Von dem die Edition, die ich genannt habe, mit den bestimmten Bedingungen bis auf Basic Lands. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann auch in Zukunft wiedersehen. Ihr seht natürlich hier Planeswalker Decks. Ja, die Planeswalker Decks sind ja Reprint Decks, wenn die Karten da drinnen, ne? Und das sind diese Master Series, die nicht legal sind. Das sind dann ja zum Beispiel wie Eternal Masters, Modern Masters und die ganzen anderen Special Dinger. Guckt euch das einfach mal an, guckt euch einfach mal die Decks an. Die meisten Decks kennt ihr aus dem Standard. Dementsprechend, wer Standard sich auf dem Laufenden gehalten hat, weiß schon, welche Decks ungefähr gut sein können in dem Format. Dementsprechend, danke, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne noch mal, sollten viele Fragen sein, werde ich noch ein zweites Video nochmal dazu machen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, die hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger rauskommen werden oder in einem anderen Let's Play. Danke fürs Zugucken. Schöne Weihnachten wünsche ich euch. Und schon mal, falls man sich nichts mehr voneinander hört, ich weiß ja auch nicht, wie eure Urlaubsplanung für die Weihnachtstage sind etc. oder ob noch ein Video rauskommt. Es ist ja alles möglich. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Danke fürs Zugucken. Daumen nach oben und auf Wiedersehen.